Willkommen im September 1980. Nun ja, nicht im realen Leben, aber laut dieses Modelleisenbahners. Und auch hier finden wir gleich auf der ersten Seite natürlich ein paar richtig schöne alte Lokomotiven. Darüber hinaus hat aber auch gerade diese Zeitschrift viele interessante Beiträge. Und wenn wir einfach mal durchblättern, dann haben wir hier zum einen zum Beispiel diesen tollen Bericht zum Ende des Dampflokbetriebes in der früheren Tschechoslowakei. Diesen wundervollen kleinen Artikel Historisches über die Eisenbahn. Hier berichtet ein Leser über das, was er in, wie es so schön heißt, alten Presseerzeugnissen gefunden hat. Und ja, natürlich, den zweiten Teil zu den Rangierbahnhöfen als Anlagenhauptmotiv, den finden wir hier in dieser Zeitschrift auch. Und ja, nun will ich nicht den ganzen Artikel unbedingt in jedem Detail mit euch teilen, aber es sind so ein paar Sachen bei, wo ich sage, da hat sich der Autor wirklich so viel Mühe gegeben vor all den Jahren, das sollte nicht in Vergessenheit geraten. Wenn ihr also noch ein bisschen Zeit habt, lehnt euch zurück und wir gucken einfach mal, welche Gedanken Frank Fuchs hier niedergeschrieben hat. Natürlich beginnt er, indem er die Leser nochmal abholt. Er schreibt, nachdem wir uns im ersten Teil mit der Regeltechnologie und Struktur eines Rangierbahnhofs beschäftigt haben, möchte ich im Folgenden auf einige Grundsätzlichkeiten beim Aufbau eines Rangierbahnhofs als Modell eingehen. Die Nachgestaltung eines Rangierbahnhofs gehört wohl zu den interessantesten und kompliziertesten Motiven des Modellbahnbetriebes. Während eine Vielzahl der Modelleisenbahner den reinen Zugbetrieb bevorzugt, dominiert hier der Rangierbetrieb. Diese Art der Anlage ist interessant, aber nicht publikumswirksam. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, den Rangierbahnhof an die durchgehende Strecke anzuschließen und die Züge von der Strecke in den Bahnhof übergehen zu lassen. Dadurch ist es möglich, einen interessanten Zugbetrieb auf der Strecke abwickeln zu lassen. Und er weist dann auf einige Probleme hin, wie zum Beispiel Problem ist der Platz. Ja, natürlich. Wir haben im letzten Teil gesehen, Rangierbahnhof mit seinen ganzen einzelnen Bestandteilen. Wenn wir hintereinander liegend eine Einfahrgruppe, den Ablaufberg, Richtungs- und Ausfahrgruppe aufbauen wollen und das für einen Zug, der nicht nur zwei Waggons hat, dann braucht man da richtig Platz. Und er zeigt das Schema dann entsprechend Bild 6, wie das Ganze aussehen könnte, sodass man auch eine Vorstellung davon hat, letztendlich wie viel Platz man braucht. Und er gibt dann auch noch gleich die Empfehlung, den Aufbau eines solchen Rangierbahnhofs in Etappen vorzunehmen. Und sagt, dadurch ist es dann möglich, bereits in den einzelnen Aufbaustufen Zug- und Rangierbetrieb in der Anlage durchzuführen. Danach geht er auf die einzelnen weiteren Abschnitte ein. Er sagt was zur Stromversorgung und Schaltung. Und man kann relativ leicht sich vorstellen, natürlich, wenn ich nur in Anführungsstrichen ein Oval vielleicht irgendwie mit einem Umfahrgleis habe, ist es noch alles relativ einfach handhabbar. Und ich bin ja persönlich ein Fan von analogem Fahren, aber spätestens bei so einem Rangierbahnhof würde auch ich sagen, um Himmels Willen, wenn ich das jetzt analog betreibe, so wie er hier in Bild 6 abgebildet ist, mit den entsprechenden ganzen parallelen Gleisen, Weichen etc. Nein, das würde auch ich nicht mehr analog betreiben wollen. Von daher aus heutiger Sicht natürlich die digitale Lösung, die es damals halt noch nicht gab, aber heute ist es einfach super praktikabel, hier die analoge Lösung wegzulassen. Der Autor weist dann natürlich noch auf die landschaftliche Ausgestaltung hin. Er schreibt,
Die Rangierbahnhöfe befinden sich im Allgemeinen außerhalb stark bewohnter Stadtzentren. Die Gründe hierfür sind Lärm- und Schmutzbelästigungen der Einwohner sowie die kurzen Entfernungen zu den Großbetrieben, die den Anschluss einer Anschlussbahn ermöglichen. Außerdem sind in Stadtzentren keine Ausdehnungsmöglichkeiten für diese Anlage vorhanden. Es empfiehlt sich hier, ein Vorstadtmotiv mit Industrieanlagen und so weiter nachzugestalten. Als Farben dominieren Schwarz und Grau. Auf die Ausgestaltung der einzelnen Gruppen wird noch gesondert eingegangen. Und genau das macht er dann auch. Er weist zum Beispiel darauf hin, die Einfahrgruppe muss mindestens eine Einfahrverbindung von der freien Strecke in alle Einfahrgleise haben. Besser und attraktiver ist es, eine zweite Einfahrverbindung vorzusehen. Nachteilig wirkt sich jedoch aus, dass bei einigen Zugfahrten Behinderungen des Rangierbetriebs entstehen und zusätzliche Signale, einschließlich Schaltaufwand, am anderen Ende der Einfahrgruppe benötigt werden. Die Enden der Gleise sind mit Haartafeln, Gleissperr- bzw. Hauptsignalen abgesichert. Des Weiteren müssen Abdrücksignale, Gebäude oder Baracken für die Wagenmeister, Rangierer und Zugabfertiger, Kästen für Wagen, Zettel und Frachtbriefe in Höhe der Signale sowie gut funktionierende Entkupplungsgleise vorhanden sein. Zwischen den Gleisen müssen Rangierwege angelegt werden. Die Einfahrgruppe muss höher als die Richtungsgruppe liegen. Ja, ihr merkt, der Autor hat sich hier wirklich für jeden einzelnen Abschnitt richtig Mühe gegeben, alle Details zu beachten. Und genau so geht es dann weiter. Er beschreibt den Berg zusammen mit der Richtungsgruppe. Die Neigungen des Berges sollten größer sein als die des Vorbildes. Um einen flüssigen Betriebsablauf zu erreichen, bedarf es daher einiger Experimente, wobei folgende Anforderungen erfüllt sein müssen. Erstens, der Wagen muss bis in die Mitte des Gleises mit den meisten Fahrwiderständen, in Klammern Bögen, laufen. Zweitens, der Wagen mit den besten Laufeigenschaften darf aufgrund der hohen Geschwindigkeit nicht entgleisen. Eine Verbesserung des Ablaufbetriebes wird durch saubere und stoßarme Verlegung der Gleise und Weichen, möglichst die gleiche Anzahl von Weichen für alle Gleise, 7,5 Grad Weichen, Verwendung von DKW und Doppelweichen und Einsetzen von zwei Zwischenstücken bei zwei Weichen erreicht. Und natürlich, wenn man das alles beachtet, auch da der Hinweis vom Autor selbst, wirkt sich das negativ auf die Längsentwicklung aus. Und es kommt dann entsprechend natürlich viel dazu. Auf dem Ablaufgleis muss vor der Verteilerweiche eine Gleisbremse, die gut angeleuchtet ist, eingebaut werden. Neben dem Ablaufgleis ist ein Rangierweg anzulegen. In Höhe der Verteilerweichenzone ist das Ablaufstellwerk anzuordnen. Zwischen den Richtungsgleisen sind in kurzen Abständen Steine zum Ablegen der Hemmschuhe aufzustellen. Des Weiteren befinden sich gelegentlich in und an den Gleisen kleine Berge von Schüttgütern, die durch den unsanften Aufprall der Wagen von diesen heruntergefallen sind. Das dem Ablaufberg entgegengesetzte Ende der Richtungsgruppe ist in einigen Fällen mit Handweichen ausgerüstet. Hier versieht ein Handweichenwärter seinen Dienst. Die Weichen können aber auch von den vorgesehenen Rangierern der Zugbildung gestellt werden. Die Handweichen sind mit Hebelgewichten auszurüsten. Und wem das noch nicht genug ist, natürlich auch die Ausfahrgruppe. Die Ausfahrgruppen sind an den Spitzen mit GSP- und Gruppenausfahrsignalen ausgerüstet. Weiterhin sind Bremsprüf- und Druckluftanlagen zur Durchführung der Bremsprobe sowie Gebäude für Wagenmeister, Zugabfertiger, Zugfertigsteller und die Aufsicht vorhanden. Ja, ihr merkt, er hat sich hier nochmal wirklich Mühe gegeben, alles zusammenzufassen, was man für eine exakte Nachbildung eigentlich mindestens braucht. Und dann kommt natürlich der zweite Aspekt hinzu, dem hat er dann auch hier ein extra Kapitel gewidmet, Lok- und Zuggattungen. Es spielt natürlich eine Rolle, was für Züge man hat, entsprechend die Anzahl der Züge und natürlich auch die Anzahl der
Wagen, die man hier abfertigen will. Und das spielt dann gleich auch ins nächste Kapitel eigentlich rein, in meinen Augen dann den Betrieb der Anlage. Und hier merkt man sofort, dass der Autor im Prinzip eine Anlage eigentlich für eine Modellbahngruppe im Sinne hat. Er schreibt: Auf Anlagen dieser Größe ist es erforderlich, die Zug- und Rangierfahrten zumindest im Rangierbahnhof nach Fahrplan und betrieblichen Unterlagen abzuwickeln. Des Weiteren ist eine exakte Abgrenzung sowie eine gegenseitige Abstimmung aller Handlungen und eine Unterordnung unter den Verantwortlichen erforderlich. Ohne Unterordnung, Abgrenzung der Aufgaben und Abstimmung ist die Betriebsabwicklung auf einer Anlage dieser Größe nicht möglich. Ja, wenn wir einfach nochmal einen Blick auch auf dieses Bild 6 werfen und uns vorstellen, wie viele Gleise unser Rangierbahnhof dann entsprechend hat und auch die Länge mit betrachten, wie gesagt, da wird sicherlich nicht ein Zug mit 2 Waggons ankommen, dann ist das eigentlich relativ klar, dass wenn ich mir privat so eine Anlage bauen würde, mit all diesen Gegebenheiten, abgesehen davon, dass mein Zimmer definitiv nicht groß genug ist, wäre das ein Riesenaufwand, den Rangierbetrieb dort, sagen wir, vorbildgerecht durchzuführen. Und natürlich ist es nicht nur der Betrieb, in den man entsprechend ein bisschen Hirnschmalz stecken sollte, sondern auch darauf weist der Autor hin, es gibt natürlich auch Besonderheiten bei der Epochengestaltung zum Beispiel. Und er weist dann darauf hin, dass halt bis auf wenige Ausnahmen recht wenig für Mechanisierung der Rangierbahnhöfe und zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Beschäftigten, er schreibt im Kapitalismus, man könnte auch einfach sagen, insgesamt in der Vergangenheit wenig getan wurde. Und natürlich weist er dann weiter darauf hin, dass sich das natürlich in den 60ern mit neuer Technik und so weiter verbessert hat. Er folgert, wenn man dann was Moderneres haben will, moderner für die 80er Jahre, dass diese Veränderungen müssen im Modellbau berücksichtigt werden. Die auffälligsten Erscheinungen eines umgestalteten Rangierbahnhofs sind Einsatz von Lichtsignalen, in Klammern Rangier- und Hauptsignale, Verminderung der Anzahl der Stellwerke, neue Stellwerksformen, Antennen auf den Dächern und an den Gebäuden und Loks und Beschilderung der Rangierloks mit Rufnamen und Nummern. Wenn man das so alles liest und hört, könnte man jetzt meinen, oh Gott, so viel Platz findet man, selbst wenn man das als Gruppe, als Projekt angeht, doch eher selten. Und auch das war dem Autor richtig augenscheinlich klar und er weist dann darauf hin, viele Modelleisenbahner und Arbeitsgemeinschaften sind nicht in der glücklichen Lage, einen entsprechend großen Raum sowie die anderen erforderlichen Voraussetzungen für einen großen Rangierbahnhof auftreiben zu können. Deshalb sollen noch einige Möglichkeiten zur Einschränkung einer Anlage erläutert werden. Ein großer Teil des Platzes wird für die Gleishafen zwischen den Gruppen benötigt. Hier kann Platz gewonnen werden, indem die Richtungs- und Ausfahrgruppe zusammengelegt werden. Durch diese Maßnahme verkürzt sich die Ausdehnung der Anlage um die Länge von 2 Gleishafen sowie die Gleislänge der Ausfahrgruppe. Weiter kommt er dann noch auf eine zweite Idee. Eine große Platzeinsparung kann auch bei der Verwendung einer gemeinsamen Einfahr-, Richtungs- und Ausfahrgruppe Bild 7 erreicht werden. Hierzu empfiehlt es sich, die letzten Stücke der Ausziehgleise auf abnehmbare Bretter aufzubauen, die bei Betriebsunterbrechungen mit ein paar Handgriffen entfernt werden können. Der dann folgenden Schlussbemerkung des Autors stimme ich auch 100% zu. Durch den vorliegenden Artikel werden ausgehend von der Gestaltung und der Durchlauftechnologie des großen Vorbildes Möglichkeiten aufgezeigt, wie sich das Motiv eines Rangierbahnhofs auf einer Modellbahnanlage verwirklichen lässt. Aufgrund der Ausdehnung und des hohen Materialbedarfs kann die Nachgestaltung eines Rangierbahnhofs fast nur in Arbeitsgemeinschaften erfolgen. Weiterhin ist verdeutlicht worden, wie mit größeren Abweichungen von Regeltechnologien großer Rangierbahnhöfe der Betrieb eines mittleren und kleineren Rangierbahnhofs als Modell nachgestaltet werden kann.
Ja, ihr seht sowohl das Vorbild als auch hier in diesem Fall das Modell sagen uns ziemlich deutlich, es ist ein großer Aufwand, wenn man es richtig machen will. Und natürlich kann man vieles vielleicht noch, sagen wir, weiter simplifizieren, indem man sagt, okay, ich als Modellbahner bin natürlich Herr oder Frau über meine Anlage und kann weitere abweichende Entscheidungen treffen. Aber wenn man wirklich das Vorbild nachbilden will und dann vielleicht noch epochengerecht arbeiten will, dann ist das ein wunderbarer Aufwand. Aber ich glaube, am Ende würde man auch ein wunderbares Ergebnis halten. Das war's aber von meiner Seite für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder. Tschüss!